Staking, was ist das? Was kann man staken? Warum, wieso, weshalb, wo? Kia ora, liebe Kryptonauten, heute mal eine Anfrage aus der Community. Was ist denn Staking? Wo kann man das machen? Warum sollte man das machen? Was ist seriös? Was ist nicht seriös? Darüber sprechen wir heute einmal. Das Wort Staking bedeutet so viel wie stecken oder platzieren. Und damit ist eigentlich nur gemeint, dass man etwas festsetzt und dafür eine Belohnung bekommt, dafür, dass man das halt macht. Ich habe ja immer die Möglichkeit, wenn ich einen Vermögenswert habe, sozusagen den selber zu behalten oder vielleicht auszugeben oder jemandem anders quasi zu leihen. Das Wort passt hier nicht hundertprozentig, aber für den Einstieg können wir uns das mal so überlegen. Das Video ist ja auch eine sehr einfache Herangehensweise und man muss immer gucken, wenn man in einer Chain sehr tief im Detail steckt, dann passen diese ganz einfachen Sachen nicht mehr und dann muss man das adaptieren. Und ich versuche auch aufzuzeigen, dass es sehr unterschiedliche Sachen gibt, die heutzutage alle als Staking bezeichnet werden. Wir fangen mal ganz vorne an. Vielleicht hast du das Wort Proof of Stake schon mal gehört. Proof of ist halt der Beweis für. Und die Idee dahinter ist, du hast also einen gewissen Vermögenswert, zum Beispiel in einer Kryptowährung, und du gibst ihn irgendwo rein, stärkst damit das System und bekommst dafür eine Belohnung. Das ist ganz einfach mal Staking. Wir fangen nochmal einen Schritt vorher an. Das Bitcoin-Netzwerk beruht ja auf Proof of Work. Da werden also Rechenoperationen mit Hardware betrieben, wo du im Prinzip einfach nur sinnlose Rätsel löst, also quasi Hardware und Strom brauchst und dafür einfach das Netzwerk sicherst. Und wenn jemand anders das Netzwerk angreifen möchte, dann braucht er einfach noch mehr Strom oder noch mehr Hardware, die er betrieben hat, um das halt anzugreifen. So, ganz einfach erklärt. Und bei Proof of Stake ist das ungefähr so, du hinterlegst also etwas, was im System festgeschrieben wird oder quasi in einem Tresor eingeschlossen wird und jemand anders, der das System angreifen möchte, müsste also eigentlich jetzt in der Theorie mal mehr Stake haben, um sozusagen höher abstimmen zu können. Je mehr du von diesem Coin hast, desto mehr Stimmrechte hast du also auch. Und da erkennen wir schon mal den ersten Unterschied. Es gibt also verschiedene Systeme. Proof of Work, Proof of Stake sind halt die beiden großen aktuell. Es sind noch ganz viele andere im Umlauf und es werden auch mit Sicherheit noch andere in den Vordergrund rücken. Aber das ist mal so die Basics. Die beiden müssen wir voneinander unterscheiden. So, beim Staking können wir also grundsätzlich auf Proof of Stake Coins zurückgreifen. Und welche das sind, schauen wir uns mal auf dem Bildschirm an. So, wir sind hier also auf coinmarketcap.com und ich habe hier mal Top Staking Coins nach Marktkapitalisierung aufgerufen. Marktkapitalisierung ist einfach halt nur mal das, wie viel theoretisch alle Coins einer Währung zusammen wert sind. Und als erstes ist ja ein sehr bekannter der Ada Coin oder halt Cardano. Und da haben wir im Moment ungefähr eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Euro. Genau, wir sind hier im Eurosystem. Ist aber nicht ganz so entscheidend, ob jetzt Euro oder Dollar. Und Cardano ist sehr bekannt und Cardano hat sehr viele Fans und ja, es hat halt wie gesagt auch eine relativ hohe Marktkapitalisierung. Und danach kommen hier andere Coins, Near Protocol, Mina. Und hier sehen wir aber schon, Mina ist schon unter einer Milliarde, ist aber Top 3. Also hier sehen wir es. Proof of Stake Coins gibt es gar nicht so viele große wirklich. Anchor, Swissborg, Scale Network und jetzt kommen hier schon ziemlich unbekannte Serum Injective 170 Millionen. Also ganz ehrlich, das ist nicht besonders viel. So, jetzt sind wir hier schon bei 30 Millionen und wir sehen relativ schnell Platz 30. Hier sind wir nur noch bei 1,5 Millionen. Marktkapitalisierung, das ist also richtig, richtig wenig und kann man nicht so richtig ernst nehmen. Hier Platz 50 sind wir schon
raus aus der Marktkapitalisierung. Es gibt also eigentlich nur 49 Coins überhaupt, die hier wirklich gelistet sind. So, springen wir mal wieder hier nach oben. Cardano. Ich kann also ganz normal meine ADA-Coins an der Börse kaufen, die in tatsächlich ganz einfach in meiner eigenen Wallet verwahren und ihn dann da festlocken. Was kriege ich dafür? Ungefähr 4,5% Guthabenverzinsung. Das heißt, ich gebe 100 Coins da rein und kriege halt in einem Jahr dann halt 104,5 raus. Genau, so, das kann man damit erwarten. Jetzt muss man dabei aber mal sehen, 4,5% aufs Jahr gesehen. Guck mal, innerhalb von 7 Tagen gibt es hier Schwankungen von 22%. Wenn wir hier mal die etwas größere Grafik halt aufrufen, wo man auch sieht, was das hier über das ganze Jahr ist. Jetzt ist natürlich gerade ein Crash gewesen, aber wir sehen auch mal hier unten 0,3 Euro und dann hier oben 3 Euro. Das heißt, es hat sich innerhalb von, weiß nicht, einem Dreivierteljahr ungefähr halt verzehnfacht der Kurs. Das heißt, wenn ich es nur aus Anlegersicht sehe, muss man schon ernsthaft sagen, das Timing, wann ich hier einsteige und wann ich den Kurs kaufe, ist viel, viel wichtiger als diese 4,5%. Das ist schon mal eine erste Erkenntnis, die einem doch ziemlich schnell kommen kann. Jetzt gibt es aber noch was ganz Spannendes. Es gibt nämlich... Hier habe ich eine Übersicht gefunden. Ich kann zum Beispiel meine Coins halt nehmen und auf einer großen Exchange, Bitfinex, Kraken, Coinbase, Nexo und Binance werden hier miteinander verglichen, kann ich da einloggen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ADA angucke, was ich gerade gesagt habe, dann sehe ich, dass es hier mit 4-5% anfängt, was ich ja auch auf meiner eigenen Wallet bekommen würde. Bei Nexo gibt es allerdings schon 8%. Und da muss man ja mal ins Grübeln kommen. Warum gibt es denn hier bei Nexo doppelt so viel wie bei Bitfinex? Wir beantworten das gleich, aber wir gehen mal noch weiter. Es gibt nämlich hier sogar die Möglichkeit, bei Bitcoin 6% zu kriegen, bei Kraken 0,25%, Riesenunterschied. Hier wieder Nexo Spitzenreiter 8%, bei Binance 2%. Wie kann es denn sein, dass ich jetzt hier auf Bitcoin Staking Rewards bekomme, obwohl doch Bitcoin definitiv ein Proof of Work Algorithmus hat und man doch da gar keine Bitcoins eigentlich staken kann? Da muss man einfach sehen, im Hintergrund werden da Konstrukte gebaut, so ähnlich wie Derivate im Finanzmarkt, dass halt einfach Bitcoin verliehen werden. Im Endeffekt verleihst du halt nur deine Bitcoin. Das heißt, du gibst sie ab, zum Beispiel an Bitfinex oder an Kraken, und die arbeiten im Hintergrund damit. Die leihen die wieder weiter und die Unterschiede in den Zinssätzen, die nehmen die dann als Gewinne bzw. schütten die dann auch an dich aus. Und insofern sind wir hier eigentlich in diesem Produktbereich mit etwas zu vergleichen, was man hier Festgeldvergleich nennt. Du kannst ja, also hier ist dann bei weltsparen.de kann man zum Beispiel mal gucken, wenn man jetzt hier 25.000 Euro für ein Jahr ansetzt, kriegt man hier irgendwo 0,68% Zinsen. Das heißt, bei 25.000 Euro macht das in einem Jahr 170% aus. Das ist so hier im Moment das bestgerankte Angebot. Und da muss man halt gucken, Haitong, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Bank nicht. Ich würde sie da jetzt erstmal nicht so ganz vertrauen. Und hier sieht man schon, dass hier auch keine Bank irgendwie drin ist, die wir jetzt hier so im deutschsprachigen Raum halt irgendwie häufig schon mal gehört haben. Also das heißt, im Moment im Euro-Bereich kriegst du eigentlich gar keine Zinsen, selbst wenn es hier mal irgendwie 0,3% sind. Und beim Staking kriegst du aber hier 4% oder 6% oder 8% und ganz abgedreht auf DFI. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal bei Bitfinex 60%. Wie kann das denn sein, dass man hier wirklich so hohe Prozente bekommt? Und da muss man einfach in die Krypto-Welt einfach mal reinschauen. Zum einen sind das natürlich hier Fintechs, im Gegensatz zu so großen Banken, haben die keine Hauptverwaltung, die haben nicht zigtausend Mitarbeiter, die haben, was hatte die Sparkasse in Deutschland nochmal, 16.000 Zweigstellen, die müssen ja auch alle betrieben werden, die müssen gemietet werden, die müssen beheizt werden und so. Das passiert hier alles nicht. Insofern können hier schon mal höhere Margen bezahlt werden, aber man muss eben auch ganz klar sagen, dass hier einfach das Risiko höher ist. Am Finanzmarkt ist immer so, wenn ich höhere Zinsen bekomme, muss ich auch höhere Risiken eingehen. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Ich gebe nämlich hier meine Bitcoin zum Beispiel ab. Ich kann sie nicht mehr selber verwahren. Der große heilige Satz, not your keys, not your coins, greift hier wieder.
ich bin nicht mehr Herr über die, falls hier Bitfinex irgendwie pleite geht, ausgeraubt wird, gehackt wird oder so, dann sind meine Bitcoin erstmal weg. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich. Da muss man einfach sich überlegen, ist es das wert, hier 6% im Jahr für zu kriegen und dafür dieses Risiko einzugehen? Dazu lockt man sie ja in eine gewisse Zeit einfach auch, in der kann man sie nicht verkaufen. Das kann ja vielleicht auch für Longtime-Hodler sogar ein Vorteil sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Einschränkung, die ich da halt eingehe. Und das ist echt eine sehr, sehr schwierige Sache, muss ich sagen. Wir gucken jetzt hier nochmal kurz in eine Übersicht rein. Was sind die größten Coins? Und hier als erstes wird nämlich Ethereum auch aufgeführt. Was ist denn das mit dem Ethereum jetzt zum Beispiel? Ethereum ist doch eigentlich Proof of Work. Aber Ethereum 2.0, ich glaube jetzt schon seit 2,5 Jahren oder so angekündigt, steht angeblich in den Startlöchern, soll im Jahre 2022 auch irgendwann kommen. Und ich kann jetzt schon ein Pre-Stake machen im 2.0-Netz. Das heißt, ich nehme aus dem aktuellen Netz meine Coins raus und schiebe die in 2.0-Netz rein. Der Weg ist übrigens eine Einbahnstraße. Du kriegst sie nie wieder von 2.0 in das aktuelle Netz halt rein. Das ist auch wichtig. Und im 2.0, da gibt es halt einfach ein anderes Konsensusverfahren, nämlich Proof of Stake. Und da kann man also Ethereum jetzt einloggen. Dafür brauchst du mindestens 32 Stück. Aktuell kostet eine Coin ja irgendwie, weiß nicht, 2.200 Euro oder so. Das heißt, bist du mit 60.000, 70.000 Euro dabei. Oder du könntest dich mit anderen Leuten zusammenschließen. Das nennt man dann Pool. Und dann gibt jeder halt irgendwie das rein, was man halt haben will. Das wird dann halt wieder über solche Plattformen hier gemacht. Ich glaube, das kann man bei allen Großen machen. Und dann kann man da halt auch Ethereum halt einstellen. Wir gucken mal eben kurz, ja, nicht bei allen, tatsächlich bei Coinbase nicht. Und bei Bitfinex, bei Kraken und Nexo und so kann man jetzt halt also auch schon Ethereum reinstellen. Also, das Problem ist aber, Ethereum 2.0 ist noch nicht da. Es gibt noch keinen offiziellen Startpunkt und ich kriege die Coins nie wieder da raus. Aus dem 2.0-Netzwerk ins 1.0, wenn man das mal so nennt. Die Hoffnung ist natürlich da, wenn das dann mal irgendwann umgesetzt sein sollte, dass ich dann nicht nur die Staking Rewards bekomme, sondern dass ich auch wieder die Coins verkaufen kann, ist aber aktuell noch nicht ganz klar. Also ich finde, da geht man echt viele Risiken ein. Ja, und das alles halt für 6-7%. Und wenn man sich anguckt, dass eine Währung sich irgendwie innerhalb von den letzten 2 Jahren jetzt seit dem Corona-Crash irgendwie verzwanzigfacht hat, ja, also da hauen mich die 6-7% tatsächlich nicht um, muss ich ganz ehrlich sagen. Was gibt es denn jetzt noch zu sagen? Also, DFI wollten wir uns noch angucken. Ich bin jetzt hier mal auf cakedefi.com und unter All Products kann ich jetzt hier auf Staking klicken und dann komme ich jetzt hier hin, backe Masternodes und verdiene Staking Rewards. Hier werden aktuell jetzt 40% angegeben. Wie gesagt, das schwankt manchmal, sind es 40-42%. Vor ein paar Monaten waren es auch tatsächlich noch 100% aufs Jahr gesehen. Ist aber nicht ganz so interessant, sondern interessant ist viel eher, dass es unfassbar hohe Renditen hier halt sind auf DFI. Also nicht auf Euro oder Dollar oder Bitcoin, sondern auf DFI. So, und jetzt wird hier anschließend auch wieder aufgemacht. Hier irgendwelche Masternodes kann man sich dann halt angucken und die Node-Adresse ist da und hier wie viel Staker und so. Also das ist alles sehr transparent hier dargestellt und viele Leute haben damit auch echt gute Erfahrungen gemacht. Man muss aber einfach hier auch sagen, jetzt hat sich zum Beispiel ja die BaFin letzte Woche wieder eingeschaltet und hat gesagt, ey, was CakeDeFi hier am deutschen Markt macht, ist überhaupt nicht erlaubt. Und da muss man auch wieder gucken, ob das denn passt oder nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß einfach nicht immer genau, was mit den Stakes hier passiert, mit den Coins, die ich jemandem anders zur Verfügung stelle. Das mag ein total seriöser Laden sein. Das mag aber auch sein, dass im Hintergrund irgendwas passiert, was irgendwie überhaupt nicht in meinem Sinne ist. Das mag auch sein, dass sie irgendwann gehackt werden und ausgeraubt worden. Also Mt. Gox ist einfach ein Ding, das müssen wir uns in Erinnerung behalten. Das war damals die mit Abstand größte Kryptobörse und wahrscheinlich auch eine der sicheren, weil sie so riesig waren. Aber aus heutiger Sicht gesehen waren sie eben überhaupt nicht sicher. Und ich kann nicht beurteilen, was bei CakeDeFi im Hintergrund läuft. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Vielleicht sind die total safe, vielleicht aber auch eben nicht. Und das passiert mit allen Produkten. Genauso ist es bei Binance oder bei allen anderen.
Ich weiß es einfach nicht, was da im Hintergrund steht und ich kann es auch nicht überprüfen, weil es intransparent ist. Es sind wieder zentralisierte Player in einem System, wo wir für die Dezentralität werben. Und meine Idee für Staking ist einfach, es geht weg von der Bitcoin-Idee und es geht hin zu einem zentralen Anbieter. Und ob ich das jetzt ein Tagesgeldkonto nenne, wie im Eurosystem, oder ob ich das jetzt Staking nenne, wie jetzt hier im Crypto-Space, ich gebe Verantwortung ab und kriege dafür Rewards. Und du musst für dich sehr genau abwägen, ob diese Rewards hoch genug sind für dieses Risiko, was du da eingehst. Und das finde ich saumäßig schwierig einzuschätzen. Ich bin Fan von Bitcoin, ich bin Fan von der Idee der Dezentralisierung, ich bin Fan davon, dass es eben diese Mittelsmänner ausnimmt, weil diese Jahrhunderte der Vergangenheit haben gezeigt, es gibt einfach kein System, wo du als Endverbraucher nicht abgezockt wirst, wo du nicht Verlust machst. Und das muss nicht der eine Anbieter sein, das kann aber auch eben Staat sein, der da eingreift oder eine andere höhere Macht, die da halt einfach Vorgaben gibt und dann bist du am Ende derjenige, der dann halt in die Röhre guckt, weil du halt einfach weniger Kaufkraft hast als vorher. Und das geht vielleicht 1, 2, 3 Jahre gut und dann geht es aber im vierten Jahr irgendwie nicht um 20% runter, sondern vielleicht um 98% oder um 99%. Und dann sind all die Werte, die du vorher aufgestaked hast, weg. Das ist meine Perspektive auf Staking. Ich bin da echt super vorsichtig. Natürlich ist das technisch total spannend und man sollte das mal ausprobieren. Fürs Ausprobieren gibt es übrigens eine steuerliche Hürde, die, glaube ich, genau dafür gemacht ist, weil sie so lächerlich gering ist. Du musst auf die Staking Rewards in Deutschland, nämlich, das ist hier keine Steuerberatung, aber so ist mein Kenntnisstand zumindest, Steuern bezahlen. Es gibt allerdings einen Freibetrag und der ist auf 256 Euro pro Jahr festgelegt. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwo halt da meine 10% oder hier bei DFI 40% Guthaben von Zinsen kriege, ja, was soll ich denn einlegen? Dann lege ich da irgendwie 170 Euro rein und dann bin ich schon über der Freigrenze irgendwie in einem Jahr drüber. Das ist ja wirklich lächerlich. Aber wie gesagt, zum Ausprobieren, um mal das kennenzulernen, kann man ja einfach mal echt sehr, sehr kleine Beträge da einstellen und dann kann man das mal kennenlernen und vielleicht lässt du dich davon überzeugen. Gib mir doch mal Hinweise, wo du stakest. Schreib es doch mal in die Kommentare rein. Und vielleicht machen wir mal eine extra Rubrik bei den Kryptonauten in der App da drin, was für Erfahrungen ihr alle schon gemacht habt und wie zufrieden ihr damit seid. Mich würde das sehr interessieren. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann nochmal zum Powerstaker. Bisher, wie gesagt, bin ich persönlich jetzt Fan der Idee der Dezentralisierung und der Eigenverantwortung. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, lass ein Like da, abonniere den Kanal, teile das Video gerne und bis zum nächsten Mal.